Lost Library. Okay. Auch dafür müssen wir jetzt einmal zwischenspeichern. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Es kann doch nicht angehen, dass es zu dumm ist, diese Stange zu greifen. Natürlich. Ja, dann soll es halt so sein. Na klar. Was soll ich denn machen? Wie soll das denn bitte gehen? Hat mir sehr viel Leben gespart. Oh, bitte nicht. Bitte kein Geist. Ich mag jetzt nicht Geist. Geister mag ich jetzt nicht. Aber wieder kupferne Kerle. Oder Bronzen oder was auch immer. Widerstandsfähig sind sie ja schon, das muss man hier lassen. Und ich wette, die one-hitten mich, so eine riesige Eisenkette. Oder so riesige Eisenketten. Bestimmt muss ich jetzt das Teil mitnehmen. Und wie gut, dass ich vor 2-3 Leveln mal diesen Crowbar gefunden habe. Das ist, glaube ich, das meistbenutzte Item überhaupt in egal welchem Tomb Raider. Wir gehen einfach mal den ohne Münze erstmal. Dafür speichern wir nochmal. Ja, ich mache wieder den. Wie auch immer man dauerhaft schwingende Ketten erklärt, aber gut. Aha. Geh auf. Natürlich nicht. Laden wir einfach den anderen Weg zuerst. Da wird ein Schalter sein, den anderen Weg dann zurück und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Wusch. 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 Das ist wieder so ein Ding, da geht es noch um die Ecke weiter. Hier ist auch zu. Das kann man nicht mehr brauchen. Die einfach öffnen. Was bist du denn hier jetzt? Es gibt auf jeden Fall Luft. Wasser gibt es hier auf jeden Fall auch ohne Menge. In Unmengen. Was ist denn heute schon wieder los? So, und das wird wahrscheinlich dann der andere Weg gewesen sein. Ja. Macht also keinen Unterschied. Zumindest finde ich, dass der Schwierigkeitsgrad da nicht wirklich variiert. So. Was machen wir denn dann hier unten?
Wir brauchen etwas Hebelwirkung. Haben wir nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Es gab ja noch die eine Nische bei den Ketten, bei denen wir noch nicht geguckt haben. Und man darf die Hoffnung ja noch nicht so schnell aufgeben. Außerdem dampft das hier nur. Das ist ja, da muss irgendwas falsch sein. Oho. Gut. Hoffnung aufgegeben. Das ist nichts. Autsch, autsch, autsch. Do not bitch slap me, please. Man kann sich jetzt wirklich drüber streiten, ob einer dieser Wege einfacher war als der andere. Ich finde nicht. Und in Regel einfach öfter mal versuchen, so einen Teil zu öffnen. Einfach nur mal versuchen. So, das habe ich jetzt gemacht aus purer Verzweiflung. Denn ich habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Hier oben in den Ecken nochmal lang schwimmen. Auch nicht, dass da irgendwie ein Hebel auf der Rückseite war oder so hätte sein können. Ja, was übersehe ich? Was übersehe ich? Hat das irgendwas mit den Zahnrädern zu tun? Das steht ja sogar still. Vorhin hat sich das sogar ein bisschen bewegt. Immerhin, meine ich. What? Und wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, bevor wir überhaupt einen Gang gegangen sind. Oh, Mann. Und das hat auch nichts mit euch beiden Hübschen hier zu tun. Aber warum war es dann jetzt aus? Das habe ich nicht verstanden. Oh, da geht's doch hoch. Dann müssen wir da erstmal gucken. Vielleicht habe ich da was übersehen. Und auf einmal war ja das eine, hat nur gedampft und dann war es auf einmal aus. Das ist momentan sowieso relativ irrelevant, da wir jetzt hier noch einen dritten Gang haben. Und da werden wir wahrscheinlich oben stehen, wo die Ketten waren. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, das geht da nicht, die Ketten, bei denen wir getaucht sind. Und das wird hier die Oberseite davon sein. Irgendwo. Und ein paar kupferne Kerle noch. Kupferne Kerle. Ah, da ist er. Ja, da ist er. Okay. Nummer 1. Da kommt dann noch einer. Das hier ist so weitläufig. Ah, und da vorne, das ist das Gitter. Hier brauchen wir jetzt irgendwie, kann man das kaputt machen? Nein. Left Gauntlet. Wenn wir doch den rechten, den linken haben, dann zwei Füße, ein Brustpanzer noch wahrscheinlich und einen Helm. Das sind ja immer noch sechs. Nein, nicht sechs, oder? Fünf Teile. Aber fünf Teile sind auch nicht viel besser.
Das ist lustig. Da geht's wieder runter. Da sind Fackeln. Die dampft es. Und da sind Rohre. Ja, schön. Viel weiter bringt es mich zumindest gefühlt nicht. Der einzige Unterschied ist, da geht's noch weiter. Aber ansonsten bin ich langsam ideenlos. Natürlich. Eigentlich wollte ich das nicht, aber gut. Jetzt geht mein Handy los. Oh Gott. Naja, laufen kann ich dabei ja noch. So geht das hier. Ist ja nur ein SMS. Wow, nein. Gut, dass ich gerade fertig bin mit meiner SMS. Du schwingst dich jetzt nicht. Okay. Wisst ihr, wie schwer so ein Pferd aus Metall ist? Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, dadurch ist er unverwundbar ein bisschen. Nein, nicht wegstecken. Ist er nicht, gut. Na komm. Alter, wieso bin ich denn... Davon, dass er neben mir vorbeiläuft, sterb ich. So, wir versuchen dann mal... Gift wird bei denen wohl herzlich wenig bringen. Das war knapp. Dann knattern wir mal ein bisschen mit der Uzi, hätte ich gesagt. Und wir können um die Ecke hangeln. Schieß ihn ab, bevor er da ist. Ja, genau. Ja, genau. Lara, wenn ich nach hinten drücke, meine ich nach hinten. Ich habe das Gefühl, das hat keinen Sinn. Oh. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Lade ich nochmal neu, weil ich habe jetzt 400 Schuss verbraucht, ungefähr. Und dann laufen wir einfach mal ein bisschen. Dann bringen wir ihn in die Ecke und dann gibt es mal einen kleinen Sprint. Tut Lara bestimmt auch gut. Nein, wir speichern erst, wenn er auf dem Pferd ist. Da muss man sich diese Szene nicht 10-mal geben. Ja, klar. Da hat er mich mal mit einer Idee von Axt berührt. Na mal gut, was soll's. Na komm her. Oh, warum komme ich da nicht durch?